Es ist ein trüber Novembertag. Die Wege sind verschneit und es bläst ein kalter Wind. Ein Soldat ist auf seinem Pferd unterwegs, zurück in die Stadt. Sein Name ist Martin. Du hast es gut, du hast ein Winterfell. Ich habe nur einen Soldatenmantel, der mich gegen den kalten Wind schützen soll. Ja, nur ein Soldatenmantel. Weißt du, Soldat sein ist gar nicht so ein schöner Beruf, wie alle denken. Eigentlich helfe ich den Menschen lieber, als sie im Kampf zu verletzen. Doch Soldatensöhne müssen Soldaten werden. Unser Kaiser Konstantin II. Hat das so angeordnet. Da kann ich nichts dagegen machen. Schau hier, ich habe noch eine Nuss für dich. Ich muss weiter, es ist schon spät. Mach's gut, kleines Eichhörnchen. Heute ist aber richtig kalt. Hoffentlich kommen trotzdem ein paar Leute vorbei, die ihm eine Kleinigkeit zu essen oder etwas Geld geben. Selbst arbeiten kann ich ja schon lange nicht mehr, seit meinem Unfall. Ja, hallo, Besuch. Auch auf Futtersuche? Willst du uns Gesellschaft leisten und auf ein paar Menschen warten, die in die Stadt kommen? Solange es keine Soldaten sind. Diese rauen Gesellen sind so unfreundlich und verjagen uns Bettler. Sieh mal, da kommt schon jemand. Eine milde Gabe bitte, eine milde Gabe. Ach, immer diese Bettler. Arbeiten nichts und sitzen nur rum. Aber Geld wollen sie. Nein, sowas. Ach ja. Diese armen Bettler. Wenn ich genug hätte, würde ich etwas abgeben. Aber mir reicht das Geld doch selber gerade so. Nein, ich kann dir wirklich nichts geben. Ach, was soll ich denn heute nur essen, wenn das so weitergeht? Es wird immer kälter. Oh nein, ein Soldat. Wenn ich nur weglaufen könnte. Was ist mit dir? Kann ich dir helfen? Leider habe ich kein Geld bei mir. Und meine letzte Nuss fordert gerade ein Eichhörnchen. Du frierst ja so. Ja, Herr. Hier, guter Mann, wärm dich mit diesem halben Mantel. Mehr kann ich im Moment für dich nicht tun. Vielen Dank, Herr, vielen Dank. Gott segne dich. Auch euch, Herr, Gott segne euch auch. Du bist ja wieder da. Hast du das eben gesehen? Ich muss dich befrieren. Der Soldat hat mir die Hälfte seines Mantels gegeben. Dieser Tag war anstrengend. Ach, wie ich mich freue auf mein Bett und eine warme Decke. In dieser Nacht träumt Martin von Jesus. Er trägt den Teil des Mantels, den Martin dem Bettler gegeben hat. Martin, ich freue mich sehr darüber, dass du den Menschen hilfst und sie unterstützt, wo du kannst. Das Gute, das du diesen armen Menschen tust, das tust du auch für mich. Dieser Traum brachte Martin dazu, Christ zu werden und sich taufen zu lassen. Er hat in seinem Leben noch vielen Menschen geholfen. Nach seiner Zeit als Soldat lebte er in der Stadt Tours in Frankreich. Er war bei den Christen dort so beliebt, dass sie ihn zum Bischof wählten.